Im Weitsprung belegte die stark sehbehinderte Wattenscheid Erin Müller-Rottgart am Mittwoch, 22. August 2018, mit 5,06 Metern den zweiten Platz hinter der Spanierin Sara Martinez, 5,42. Das Ergebnis ist einfach großartig, ich habe das Bestmögliche herausgeholt. Die tolle Stimmung auf den Rängen hat mich richtig beflügelt. Es hat Spaß gemacht, sagte Müller-Rottgart. Tags zuvor hatte sie mit Begleitläufer Alexander Kosenko Gold über 100 Meter geholt. Die 36-Jährige tritt bei den bis Sonntag dauernden Titelkämpfen noch über 200 und 400 Meter an. Hanna Wichmann sicherte sich Bronze im Kugelstoßen. Für die 21-Jährige ist die EM ihre Premiere auf internationaler Bühne. Ich bin so froh, dass ich es so gut hinbekommen habe. Es war mein erster großer Wettkampf. Bronze ist super, ich bin sehr zufrieden, freute sich die Athletin der HSG Uni Greifswald, die die Kugel 4,45 Meter weit warf. Für die deutsche paralympische Mannschaft bei der Heim-EM im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark waren es die Medaillen 10 und 11. SIT-DPA, Rettstand, 22. August 2018, 15:15 Uhr.